Da geht das gerade nicht aufgrund der Uhrzeit. Ja, wo ist sie? Zuerst in Vista del Rey. Hä? Kein Stadtteil heißt Vista del Rey. Ich bin gerade zu... Ich will die Mission hier gerade nicht machen, Spiel. Ich will eigentlich eine andere machen. Was mir aber gerade einfällt, ich könnte mal speichern. Den ganzen Tag noch nicht gespeichert. Ich habe keinen Questmarker auf der Map. Ich glaube, ich kann das gerade nicht machen. Vielleicht wegen der Uhrzeit. Nö, ich kann es einfach nicht machen. Okay, dann machen wir das im nächsten Stream. Was machen wir denn da jetzt? Hier irgendwie nach unten. Okay. Bis bald. Und grüße deine Schwester von mir. Klar doch, wenn ich sie sehe. Sie muss ziemlich reinhauen bei der neuen Arbeit. Bringen wir das zu Ende. Hallo. Neue Knights. Was hast du im Angebot? Jedes was Kaliber, gratis? Das das Herz begehrt. Boah, der Schaden. Kostet einfach 30.000. Wir brauchen viel mehr Geld. Also wir müssen hier irgendwo nach unten.
With the Kangtao G58 in smart rifle, your enemies will have nowhere left to hide. Eine Rostovich? Bist du blind, du Sackgesicht? Siehst du nicht das Tektronica-Logo? Das ist eine SPT 32 Grad. Die beste Sniper aller. Bin zum Kämpfen hier. Buck? Der bin ich. Höchstpersönlich. Bei deinem Anblick wird mein Geldbeutel ganz feucht. Ich setze alles gegen dich. Bist ja ziemlich selbstsicher. Weißt du warum? Der Arm hier erfüllt Militärnorm. Titaniumknochen, Carbonfaser. Damit könnte ich ein Loch in den Panzer schlagen. Und? Bist du dabei? Oder tropft dir gerade das Pipi die Beine runter? 6000. Wollen wir es probieren, Chat? Wenn wir scheitern, laden wir neu. Okay, wenn du dann endlich das Maul hältst. Also abgemacht. Und jetzt wirst du gleich fertig gemacht. Mir nach. Bereit? Nicht zu viel Schiss, Häschen. Kann's kaum erwarten. Gefällt dir das? Lässt du dir gern den Arsch versohlen? Nein. Hier ist doch mal ausweichen. Ich hab nicht nachgeguckt. Habe ich gedrückt? Hab ich geheilt? Ich wollte gucken, was ausweichen ist. Ich habe mich automatisch geheilt. Selber heilen kann ich gar nicht. Ist ja schon ein bisschen geschummelt, ne? Was ausweicht ist. Wohl für stark. Du hattest nur Glück. Mhm, wenn du meinst. Ich hätte jetzt gern meine Eddies. Ja, nimm und verpiss dich. Und die Waffe? Sehr spendabel. Danke, Buck. Hab gesagt, du sollst dich verpissen. Willst du, dass ich sauer werde? Hast das gleich geschafft. Geh schon.
wir erstmal speichern. Dann müssen wir das nicht nochmal machen. Falls irgendwie der Speicherstand... Falls es irgendwie nicht automatisch gespeichert hat oder so. Okay. Chat, was machen wir denn jetzt noch? Das hier weiß ich ja irgendwie nicht, was ich tun soll. Ich glaube, das geht gerade nicht, oder? Weil mir wird immer noch das hier als aktive Mission angezeigt. Ich glaube, wir müssen das am Sonntag als erstes machen. Boah, die ganzen Cyberpsychos hier. 4 Stück. 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. Da freue ich mich ja richtig drauf, die zu machen. Wollen wir uns mit der noch kurz treffen? Uns anhören? Das komischerweise geht. Uns anhören, was sie zu sagen hat. Das kommt immer aus der falschen Richtung, aber ich glaube, das Fahrzeug kommt immer in die Richtung gefahren, auf welcher Straßenseite man halt gerade steht. Okay, dann lernen wir jetzt mal Elizabeth kennen. Die kennen wir nämlich noch gar nicht. Hören, wie wir ihr helfen können. Weil wir sind ja hier nämlich die Wohlfahrt. Wir helfen einfach jedem. Ein bisschen Autofahren üben hier für unsere Straßenrennen. Wobei das ja eher Motorrad ist, aber ihr wisst schon, so Straßensteuerung. Glaubst? Okay, ich brauche wirklich deine Hilfe. Können wir uns treffen? Wow, wow, atme erstmal durch, Panam. Was ist denn los? Erinnerst du dich an Saul? Anführer meines Ex-Clans? Aha, ihr habt euch zerstritten oder so. Ja, aber das ist jetzt egal. Die haben ihn. Wir sollten das nicht hier besprechen, wie... Sag mir einfach, wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Komm zum Alde Kaldos-Lager. Ich erklär's dir dort. Die Alde Kaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ach, ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach. Ich bin schon da. Nee, nicht triff dich mit Panam. Das machen wir jetzt. Oh. V,
Kopie, nehme ich an? Bitte, steigen Sie ein. Okay. Hallo, V. Ich bin Jefferson Perales. Mit meiner Frau Elizabeth hast du bereits gesprochen. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Perales. Mrs. Perales? Du hattest recht, Liz. Liz liest Menschen wie Bücher. Sie meinte, du bist die Richtige. Jetzt weiß ich, warum. Also, was habt ihr für mich? Carter, fahr los. Elizabeth? Nun, wie du sicher weißt, ist Lucius Ryan kürzlich verstorben. Wir wollen wissen, wie, warum und was sonst noch relevant ist. Wir sollten wissen, wer das ist. Natürlich. Die Medien haben sich draufgestürzt wie die Geier. Davon leben die. Ihr glaubt also, sie haben was übersehen? Wir haben Grund zu dieser Annahme, ja. Ich dachte, der Fall sei abgeschlossen. Ist er auch. Die Polizei gibt eine natürliche Ursache an. Ryan starb zu Hause durch ein fehlerhaftes Herzimplantat. Und trotzdem will uns der Cyberpsycho-Anschlag im Rathaus ein paar Tage vorher nicht aus dem Kopf. Die Polizei meint, es gibt keine Verbindung. Eure Zweifel haben nicht zufälligerweise was mit der anstehenden Wahl zu tun, oder? Natürlich haben sie das. Wenn Lucius Ryan ermordet wurde, müssen wir das wissen. Wieso denkt ihr, die Polizei irrt sich? Habt ihr Beweise? Kurz bevor Ryan starb, hat er dem NCPD das Budget gekürzt. Vielleicht hat das jemanden verärgert. Jedenfalls haben wir den Cyberpsycho-Angriff auf BD. Unser Sicherheitschef hat ihn sich angesehen, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Wir brauchen einen Braindance-Editor, einen echten. Es ist Rohmaterial. Der Braindance muss heute noch zurückgebracht werden. Sonst werden einige Leute gewaltig Ärger bekommen. Wenn du uns hilfst, kannst du ihn jetzt gleich sehen. Woher habt ihr die Aufnahme? Ryans Auftritt war öffentlicher Natur. Die Dies gehören bei solchen Events zum Standardprozedere. Nach dem Anschlag hat das NCPD die Aufnahme als Beweis sichergestellt. War allerdings nicht leicht, sie zu bekommen. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Na, was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? Und diesmal nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorgt dafür, dass es auch so aussieht. Wer ist dieser Holt? Weiß nicht. Diese Clowns sind doch alle gleich. Warte, wie kann ich? Ach, Shift. Das ist die zweite Konferenz in drei Tagen. Ich verstehe nicht, was der Aufwand soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt's da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Kann es sein, dass die Stimme von Johnny die Stimme von Bagley ist? Die sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus.
als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Bitte warten Sie hier. Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei. Reinlassen? Lass ihn warten. Es ist dringend. Ich muss Mr. Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne. Nach der Konferenz. Gott, wie sieht der denn aus, der da gerade durch dieses Ding kommt? Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Ist dir das echt passiert? Nein, aber wer weiß? Ach so, warte, ich muss Ebene wechseln, sonst wird es nix. Der Cop wollte den Gerne. Sicherheitsdienst sprechen. Nach der Konferenz. Wollte bestimmt sagen, dass er da ist, um Ryans in den Arsch zu kriechen. Die Melodie. Ich kenne sie nicht. Melodie? Die er summt. Es ist doch keine Melodie. Er steht voll drauf. Mit dem Chrom hätte er die ganze Stadt ausstatten können. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Wer gesehen hat, was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Sieh mal einer an. Autsch. Okay, Gott sei Dank, Ende. Du bist da. Fantastisch. Und? Was meinst du? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen oder denkst du, wir sind paranoid? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Es ist noch zu früh, um etwas zu sagen. Ja, verstehe. Hast du irgendwelche Fragen? Wer ist Holt? Ryans Stellvertreter. Seine Bulldogge sozusagen. Hat Ryans Posten übernommen. Wozu diese Konferenz? Was sollte das? Es gab keinen Anlass. Ryan hat sich einfach gerne reden hören und mochte TV-Auftritte und diesen ganzen Kram. Wenn ich mich recht entsinne, war die Abnahme der Kriminalität in Night City der Grund. Ryan wollte die PR. Sorry, Abnahme? Ryan hat Pacifica zum unabhängigen Bezirk erklärt. Damit fielen die Statistiken dafür weg. Clever. Red Queen's Race. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Hatten außer Ryans Leuten noch andere Zugriff aufs Terminal? Nur das NCPD. Sonst niemand. Ryans Mietmuskeln, sind die vom NCPD? Nein. Alles von Holt handverlesene Konzernleute. Aber unter ihnen sind auch Ex-Cops. Wow, Ward's Timing war super. Entweder hatte er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Ich schick dir seine Daten.
Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. Ja, ihr habt mir auch gerade super geholfen. Fliegt mal weg mit eurem komischen Auto. An exakt diesem Ort habe ich die Verbindung zu einem Fahrzeug verloren. Okay, ich sehe mich mal um. Okay. Wir haben neue Aufgaben. Oh mein Gott, ey. Das hört nie auf in diesem Spiel. Nee, das machen wir jetzt aber nicht mehr. Ich mache jetzt langsam Schluss. Ich habe super Hunger. Und ich will gleich noch den Clip und sowas aus dem VOD schneiden. Das dauert ja auch immer noch mal ein paar Minütchen. Warum habe ich hier eigentlich schon wieder nichts mehr ausgerüstet? So, weil ich das alles in meinen Kleiderschrank gepackt habe, richtig? Gut, dann müssen wir das nächste Mal im Kleiderschrank die Klamotten wieder einpacken, die Panzerung und ähnliches haben. Das habe ich nicht bedacht, dass wir die im Inventar lassen müssen. Ups. Also, wir streamen weiter am Sonntag. 14 Uhr gibt es wieder Cyberpunk. Da werden wir schauen, dass wir die Takemura-Quest fertig machen. Dass wir wieder mal bei Judy reingucken. Und Panam hat ja nun auch schon wieder was. Und ich möchte gern das erste Autorennen machen. Oh, jetzt zeigt es mir an, wo das ist. Okay. Dann können wir das ja am Sonntag machen.